Ich stehe vor Ihnen in der Hoffnung, dass Sie unsere Anwesenheit zum Anlass nehmen, alle Feindseligkeiten auszusetzen. Im Namen der Menschlichkeit bitte ich Sie, für die Dauer der Verhandlungen einer sofortigen Waffenruhe zuzustimmen, um unseren Völkern unnötige Opfer zu ersparen. Matthias Erzberger, Leiter der deutschen Delegation. Chef de la Délégation allemande. Végan, que veulent ces messieurs? Je ne sais pas. Marschall Foch fragt, was die Herren zu ihm führt. Wir sehen Ihren Vorschlägen zur Herbeiführung eines endgültigen Waffenstillstands zu Wasser, Land und Luft entgegen. Dites à ces messieurs, que je n'ai pas de proposition à leur faire. Ich habe Ihnen keine Vorschläge zu machen. Was meint er damit? Ich denke, ihm könnte die Formulierung missfallen. Ja, gut, dann... Monsieur le Maréchal, si vous permettez, on aimerait connaître les conditions, si vous... Il n'y a pas de conditions à vous donner. Vous demandez l'armistice, alors dites-le. Er will, dass Sie ihn förmlich darum bitten. Monsieur le Maréchal, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Nous demandons l'armistice. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. Il nous faut 72 Stunden, unsere Bedingungen zu akzeptieren, sie sind nicht zu verhandeln. 72 Stunden. Der Krieg geht weiter, bis Sie unterschreiben. Monsieur le Maréchal, in Gottes Namen lassen Sie nicht 72 Stunden vergehen. Da draußen sterben Menschen. Alors signez.